Moin und willkommen zu einem neuen Teil LS17 auf der Wildeshauser Umland. Ja, unschwer zu erkennen, es ist am Regnen und so sind unsere Möglichkeiten jetzt so ein bisschen eingeschränkt von den Arbeiten her. Ja, die Rüben, wo wir gestern am Roden waren, die sind raus. Und zumindest bei den beiden Flächen bin ich fertig. Ich habe nochmal drei andere Felder, wo Rüben drauf sind, aber da kommen wir dann später zu. Ich nutze jetzt mal das schlechte Wetter und mache so ein paar andere Arbeiten. Unter anderem werden wir uns jetzt mal darum kümmern, dass die Schafe wegkommen. Dass das denn auch erledigt ist. Ja, auf dem kleinen Waldstück, was ich da ja komplett weggemacht habe. Da habe ich jetzt auch schon angefangen, neue Bäume anzupflanzen. Mein Plan war eigentlich, ja, so ungefähr die gleiche Menge da wieder hinzupflanzen, wie auch vorher da stand. Also 36 Bäume habe ich da gefällt. Und ja, 40 habe ich jetzt wieder angepflanzt. Ging an sich nicht anders, weil es sind ja mal 20 Setzlinge auf einer Palette. Aber irgendwie scheint mir das alles doch noch ein bisschen wenig zu sein und da müssen denn demnächst noch mal ein paar Bäume hin. Aber ich will jetzt die ersten da erstmal so ein bisschen wachsen lassen. Dass man auch erstmal besser sieht, wo die stehen, weil jetzt so diese Setzlinge, irgendwie sind die teilweise doch ein bisschen schwer zu sehen. Ja. Gut, das werden jetzt hier auch einige Ladungen, die wir fahren müssen. Stört mich aber auch erstmal nicht weiter. So, dann die Geschichte mit der Umstrukturierung hier ging noch ein bisschen weiter. Wir werden künftig wieder mehr auf die Geschichte mit einem IT-Runner setzen. Beziehungsweise, ja, das dann halt auch mehr mit LKW bewerkstelligen. Also ich habe einmal einen LKW als Hakenlift gekauft und halt den IT-Runner selber als Anhänger. Ein paar Container noch dazu, weil ja vielleicht noch jemand zum Spielen mit dazukommt und der ja mehr so fürs LKW fahren ist und ja, über diese Geschichte mit dem IT-Runner kann man das Ganze halt doch flexibler einsetzen und hat da doch ein bisschen mehr zu tun. Ja, müssen wir halt abwarten und gucken, wie sich das so entwickelt und was dabei rauskommt. Ja, hier hatten wir dann immer noch mal einen Kühlauflieger stehen, um das Fleisch und die Wurst zu transportieren. Ja, den habe ich verkauft. Dafür haben wir jetzt so einen kleinen Anhänger. Der reicht dafür eigentlich auch vollkommen aus. Also, ja. Kann man dann auch wieder flexibler fahren, muss man nicht immer mit einem LKW hierher, sondern kann dann auch mal mit einem Trecker hin. Einzige Überlegung ist jetzt momentan noch, was ich mit Mischstreuer mache, ob ich den Have behalte und das auch alles komplett mit einem IT-Runner mache oder ob ich beides behalte. Da bin ich mir jetzt noch so ein bisschen unschlüssig. Aber gut, warten wir einfach mal ab, da wird sich schon irgendwie was ergeben. Wobei, der kann eigentlich auch verkauft werden. Also der Habe. Hm.
Ja, Drescher haben wir auch wieder. Ja, gut. Ist im Grunde der gleiche wie vorher, also auch wieder ein Lexion. Diesmal aber, ja, mit dem dazugehörigen Schneidwerk, nicht mehr dieses Dwapper, was da vorher mit bei war. Ein bisschen kleineres Maisgebiss noch dazu. Und ja, ein bisschen umgebaut noch. Was mich vorher bei dem halt störte, war vorne dieser, ja, dieses Schutzschild. Dass das an und für sich da dran war und auch vorne dran war, das war eigentlich für mich gar nicht mal so störend. Ich fand das sah eigentlich immer nur ein bisschen blöd aus, wenn das halt so seitlich da dran hing. Naja, jetzt haben wir da einen anderen Nexion genommen, den nochmal so ein bisschen umgestaltet. So, hier muss ich dann demnächst auch nochmal mit dem Frontlader hin und mal den kleinen Grashaufen da noch wegmachen, plus halt das, was vor den Trögen liegt. Ja. Hätte man jetzt auch anders machen können, aber irgendwie hatte ich Lust zum Rückwärtsfahren. Keine Ahnung warum. Na, hat aber schnell verarbeitet. Na, das lohnt alles noch nicht so. Jetzt haben wir da 4%, 33, 2, ja gut. Ja, drei Ladungen sind das noch knapp. Also 40 Schafe müsste ich jetzt noch da hinten beim Stall haben. Schweine müssen wir auch noch mal wieder ein paar verkaufen. Ja, momentan ist beim Lidl eine große Nachfrage für, ich glaube, Fleisch war das. Fleisch oder Wurst, irgendwie so. Da habe ich gestern auch noch ein bisschen was hin verkauft. Und ja. Jetzt müssen wir da erstmal wieder Song produzieren.
Warte, ich muss mal eben was anderes nachgucken. Das sind 6 Ballen. Das sind 7. Bin mal gespannt, ob ich die alle mit einer Ladung mitkriege. Ich glaube, das könnte knapp werden. Aber gut, wenn die Ballen hier hinten ein bisschen länger liegen bleiben, das macht auch nichts. Die kann ich mir auch nach und nach zum Haupthof ranholen. Eigentlich war mein Plan ja auch, die Schafe so lange zu behalten, bis sie den Futtertrog und den Wassertrog da leer haben, aber egal, das wir verkaufen die jetzt. Und die Tröge kann ich ja auch per Safe Game leer machen. Ursprünglich wollte ich auch ja, die Tiere per IT-Runner Container transportieren. Da gibt es ja nur auch einen für auf dem Mod-Hub. Musste den oder müsste den ja eigentlich dann noch ein bisschen umändern, damit ich damit auch hier bei der Schlachterei abladen kann. Hab das auch alles soweit gemacht, aber irgendwie hat er da trotzdem ein Problem mit der Vehikeluhr, das haute alles nicht so hin und ja, da musste ich den wieder umplanen und letztendlich doch auf den Anhänger hier wieder setzen. Aber gut, das soll auch nicht das Problem sein. Ich meine, es geht zwar nicht viel rauf und ja, stört mich auch so weiter nicht. Notfalls könnte man noch mit einem Auflieger oder so arbeiten, aber ja, da muss ich den auch schon wieder abändern dafür, dass das hiermit funktioniert und da habe ich keine Lust drauf. Ich habe den Anhänger mal irgendwann fertig gemacht. Und ja, so nutzen wir den dann halt. Könnte die Schafe hier auch erstmal zwischenlagern, aber ne, direkt weg und gut ist. Dann braucht man die nicht zweimal aufladen. Passt so schon. Ja, dann mal gucken, wann sich das Wetter hier bessert. Beiden Flächen, wo wir am Rübenroden waren, müssen ja dann auch noch mal demnächst wieder bearbeitet werden. Dreschen steht dann auch an. Meine Strohballen muss ich auch noch mal umlagern. Wird auf jeden Fall erstmal nicht langweilig, also zu tun haben wir mehr als genug. Denn ja, die beiden LKWs, die Auflieger und Container, die will ich auch noch mal woanders hinstellen, nicht da im Ort auf den Hof, die sollen hier hinten zu dem etwas abgelegenen Bauernhof dahin. Mal gucken, ob das da vom Platz her alles passt. Da können wir gleich vielleicht noch mal eben kurz gucken fahren. Oder wir machen das in der nächsten Folge mal gucken.
Ja, wir machen das in einer anderen Aufnahme. So, damit kommen wir denn für heute mal so langsam zum Ende. Ich werde gleich nochmal die letzte Ladung Schafe wegbringen und dann ja, schauen wir mal, was als nächstes oder was ich als nächstes mache. Ich denke mal, die Paletten wegfahren und da hinten so ein bisschen aufräumen, der Lader, den brauche ich eigentlich für die Ballen. Ja, egal, ihr werdet spätestens in der nächsten Folge erfahren, was passiert ist oder auch sehen, was passiert. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, ja, recht vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe doch, dass es euch so ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denne, tschüss.